Hallo, herzlich willkommen zum blauen Sofa. Wir sind jetzt hier gerade in unseren neuen Räumlichkeiten. Das heißt, es ist das erste blaue Sofa, das tatsächlich aus der neuen Blue Box gesendet wird. Und nebenan sind gerade noch die Tänzer kräftig am Proben. Aber das soll uns jetzt nicht daran hindern, einfach mal ein paar Infos noch über die Blue Box hier auf dem blauen Sofa weit in den Äther hinauszustreuen. Und letztes Mal hatte ich ja den Martin Schäfer hier, der auch Leiter ist der Blue Box Berlin. Und heute habe ich mir gedacht, wäre es mal ziemlich cool, neben allem Programmatischen, was wir so machen und neben allen Dingen, die an Programmen, also an festen Workshop-Programmen sehr wichtig sind, auch mal zu beleuchten, wer hält das eigentlich zusammen? Also wie machen wir das eigentlich, dass die Kinder und Jugendlichen sich auch fast immer gesehen fühlen, anerkannt fühlen und auch die Gesprächsbereitschaft von unserer Seite aus da ist. Und da ist ein Werkzeug das Live-Coaching. Und Anna Nost, die jetzt hier bei mir sitzt, die ist quasi die Chefin von Live-Coaching und hat das Ganze maßgeblich mitgeprägt. Anna, du hast das quasi, ich möchte mal sagen, genommen und für dich ganz neu erfunden, interpretiert. Worum geht's im Live-Coaching? Vielleicht kannst du das mal in wenigen Worten einfach uns sagen. Okay. Machst du das? Das mache ich. Also, der Bereich Live-Coaching ist eigentlich eine Ergänzung zu unserem künstlerischen Bereich, wo wir ja ganz viele Profis haben, die dann Schauspieler, Tänzer, Musiker sind. Und wir als Live-Coaches sind sozusagen Profis für die Kinder, für den Hintergrund der Kinder, sage ich mal. Wir wissen um deren Probleme, um deren schulischen Hintergrund, familiären Hintergrund und wissen einfach so oder probieren von allen Bescheid zu wissen, wo sie herkommen, was sie beschäftigt, was so deren Leben ausmacht. Und wir sind in den Workshops, in jedem Workshop gibt es einen Live-Coach, wo wir dann eben die Workshop-Leiter unterstützen. Wir bilden den Rahmen, wie du schon gesagt hast, mal den Anfang, mal das Feedback, wenn es zwischendrin mal knarrt und knackst, dann sind wir da und zur Stelle und ja, probieren ganz viel Beziehungsarbeit mit den Kindern zu machen, probieren auch die anderen Mitarbeiter dabei zu unterstützen, das machen nicht nur wir Live-Coaches und ja, das ist so das, was wir machen als Live-Coaches. Was ich besonders an dir bewundere, ist eigentlich deine Fähigkeit, sich ganz sensibel in Situationen einzufühlen, zu sehen, was gerade dran ist, was vielleicht auch gerade nicht dran ist oder wo wir ein bisschen Druck rausnehmen müssen oder Druck aufbauen müssen, also positiven Druck. Wie wichtig ist die Persönlichkeit, glaube ich, der Life-Coaches und deine Persönlichkeit, um so eine Arbeit machen zu können? Kann das jeder oder? Also ich glaube, das können ganz viele. Jeder glaube ich nicht, weil da nicht jeder für gemacht ist. Also wir haben ganz klar gesagt, es ist nicht wichtig, dass man jetzt unbedingt eine pädagogische Ausbildung oder ja, eine Ausbildung hat in dem Bereich. Aber es ist natürlich hilfreich, wenn man Sachen weiß, wenn man weiß, entwicklungspsychologisch oder so, sind jetzt bestimmte Sachen, zum Beispiel in der Pubertät normal oder so. Ich hörte entfernt davon. Ja. genau, ich glaube, das ist schon, das hilft auf jeden Fall. Und ich glaube, das können ganz viele. Mir persönlich, also ich glaube, dass das, was du so angesprochen hast, so dieses Sensible und Leise, so was ich denke, ich an vielen Stellen habe, das kommt mir sehr zugute und ist sicherlich auch hier in der Blue Box nochmal ausgeprägter geworden, weil man eben im ständigen Kontakt mit den Kindern ist und das, ja, das ist total wichtig, weil ich schon immer solche Antennen habe und mitkriege, wenn ein Kind reinkommt, da ist jetzt das los oder das und das ist in manchen anderen Bereichen im Leben ein bisschen anstrengend, dann würde man die Antennen gerne einfahren, aber sie sind nun mal da und hier kommen sie mir sehr zugute. Und Das ist gerade, wenn ich da mal reingehen darf, wie geht man als Life-Coach oder Life-Coachin damit um, wenn man doch so viele Probleme hört, so viel teilweise auch wirklich tragische Geschichten, die dann im Hintergrund ablaufen. Kannst du das dann hier in der Blue Box lassen oder nimmst du das mit nach Hause? Beschäftigt dich das? Also sicherlich beschäftigt mich das sehr, sonst wäre ich eben auch, glaube ich, nicht Live-Coach, wenn es mich jetzt dann einfach so kalt lassen würde und ich lasse es auch nicht immer an der Türschwelle liegen. So. Man muss das lernen, dass man das einfach hier lässt, weil sonst
sonst würde es nicht gehen, dann würde man den ganzen Tag, die ganze Nacht wahrscheinlich auch, über die ganz, ja, die Kinder und all das, was sie so beschäftigt und was deren Seelen auch so beschäftigt, würde man darüber nachdenken. Aber ja, es gibt ganz viele schöne Methoden, die man sich so aneignen kann, dass man das hier lässt, dass man die in eine Kiste packt und dann bleiben die hier oder dass man die auf eine Wolke setzt oder was auch immer. Alle Pädagogen. Deshalb hast du so viele Kisten in deinem Office stehen. Ja. Jetzt weiß ich endlich, was da und drin zu Hause ist. Auch. genau, jetzt, das erklärt vieles. Ja, ja. Okay. Ja, aber das. Ja. Ich glaube, sowas muss man sich aneignen. Und dann sind wir ja auch ein großes Team, wo man viel miteinander reden kann und sich austauschen kann und das auch mal da lassen kann dann und sagen kann, oh, ich muss dir das mal erzählen, so, das hilft. Ja, und letztendlich bin ich in Beziehung mit den Kindern und gebe ihnen viel von mir und sie geben viel von sich. Und das, so ist das. Wir sind halt Menschen und ich bin halt keine Lehrerin und ich bin auch keine irgendwie professionelle XY-Erzieherin oder so. Wir sind halt im direkten Kontakt mit den Kindern und wenn mich das nicht berühren würde und mich das nicht manchmal noch, wann auch immer nachts oder so beschäftigen würde, dann fände ich es, glaube ich, auch komisch. So. Bei allen möglichen Interviews, ich bin ja manchmal auch da in deiner Rolle quasi, und dann kriege ich immer so blöde Fragen irgendwie, ja, wo ich gar nicht darauf vorbereitet war. Und jetzt kommt auch so eine Frage. Das kannst du ja mal da draußen an die Leute. Genau, also zum Beispiel, wenn ich ad hoc eine Geschichte erzählen soll aus der Blue Box, eine Beispielgeschichte, dann denke ich immer, oh, ich muss Kinder schützen, ich darf den richtigen Namen nicht verwenden. Was ist, wenn die das im Internet sehen und so, deshalb machen wir das jetzt hier nicht. Sondern eine Frage, abschließende Frage habe ich, was wäre die Blue Box Berlin ohne das Live-Coaching? Was wäre die Blue Box Berlin ohne das Live-Coaching? Dann wäre das eine professionelle Kinder- und Jugendarbeit, wo die Kinder Tanz, Musik und Schauspiel lernen können und sicherlich viel, viel lernen würden und tolle Tanzschritte könnten und alles und sich ein tolles Körpergefühl entwickeln könnten. Genau. Aber ganz viele Facetten, die sich eben vermischen vom Live-Coaching mit unserem Kreativ-Coaching und da, wo wir sagen, wir wollen den Selbstwert stärken und wir sind eben als Menschen in der Beziehung mit den Kindern, das, ja, das wäre dann nicht. Und dann wäre das, es wäre vielleicht ein bisschen kühler. Die Luft würde ein bisschen kühler hier sein. So. Und ein bisschen härter der Ton manchmal, ja. Wer weiß, das kann gut sein, zumindest unter den Kindern, aber wahrscheinlich auch unter uns Mitarbeitern. Ja. Genau. Schön, danke, dass du dich darauf eingelassen hast. Schon. Das war's schon. Das wir sind schon am Ende, schnell. Das ging ruckzuck, ne? Das ist ja, man könnte noch so viel ja, weiter sagen. Ja, aber so ist das blaue Sofa, kurz, knackig und auf den Punkt. Danke. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, nicht? Du bist ja öfter hier als ich, also von daher. Genau, also das war's schon hier vom blauen Sofa. Nächstes Mal wieder hier aus der neuen Blue Box, die alte, die ist schon fast gar nicht mehr da. Also da können wir uns schon fast gar nicht mehr dran erinnern, weil wir uns so wohl hier fühlen und wir schon wirklich ein Zuhause gefunden haben. Macht's gut, bis dann, bis zum nächsten blauen Sofa. Tschüss.